mich sofort attackiert. Will anscheinend nicht fort. Wir hatten schon mal so einen Vogel bei unserem Baumhaus. Können wir noch einen sehen? Und eine Bola. Wohl nichts nützen, selbst wenn wir eine hätten. Draußen an den Bildschirm. Zurück auf der Insel des Grauens. Hier wir überleben oder versuchen zu überleben. Wir schauen mal kurz. Ey, wartet mal, wir könnten doch auch hier. Können wir hier nicht eine... Ja, das wird eine lange, das wird eine große... Können wir hier nicht noch sowas hinbauen? Also so ein Fundament? Wäre das nicht möglich? Der hat mich sofort attackiert. Ich habe dort gestanden, ne? Ich wippe ein und dann hat er mich sofort attackiert. Schweinepriester. So, denkt ihr, wir könnten noch... Ey, ich habe noch ein paar neue Mods drauf. Ich hoffe, die funktionieren so, wie ich es gern hätte. Und vor allen Dingen Mods, die ein bisschen was verändern, dass wir ein bisschen besser bauen können. Eventuell. Ein bisschen Glück. Jetzt schaue ich mal, ob es funktioniert, so wie ich will. Wartet mal, wir hatten doch, aber hatten wir die? Nein, ich gehe nochmal rauf. Wir schauen mal kurz. Ne, hier haben wir nichts. Das heißt, wir machen nochmal so eine nach unten für Dingsbums. Bin mal gespannt, ob es vielleicht geht. Und ich habe Structure Plus drauf. Das hatten wir das letzte Mal auch drauf. Könnte ich noch einen Sinn? Bin aber tatsächlich nicht mehr sicher. Wie und ob das funktioniert. Wahrscheinlich müssen wir das bei Engrams. Achso, halt gut. Müssen wir das bei Engrams. Doch, jetzt funktioniert. Entschuldigung. Beeindruckt. Brauchen sogar noch eins. Kann man noch eins? Ja. Sehr schön. Dann funktioniert es wieder. Na gut. Nicht ganz, aber ein bisschen. Ich meine, okay. Ups. So kommen wir auch rauf. Mit mehr. Mehr machen wir jetzt. Ich meine, wir könnten es noch hier rüber machen. Aber irgendwann ist es auch mal gut. Und Schluss. Mit lustig. So, dann haben wir das. Also werden wir sowieso von hier jetzt fortgehen. Und werden uns eine neue Butze holen. Ich weiß gar nicht, war es nicht Nacht, als wir fortgegangen sind? Wir werden jetzt... wir haben... Nee, halt, wir brauchen... Eventuell noch, obwohl wir bleiben am Fluss.
Aber trotzdem ein bisschen was zu trinken wäre nicht schlecht. Und wir schauen, dass wir jetzt ein Holzhaus irgendwo hinzimmern, ne? So, los geht's. Wie sieht's aus? Wir sind gut ausgestattet. Wir haben Holz ein bisschen. Achso, den würde ich gerne noch hier rein tun. Zack. 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 Achso, die Narkobären. Naja, wir machen ja noch nichts. Wir machen ja noch nichts. Also alles gut. So, wir schauen jetzt mal hier drüben. Ihr wisst immer, bei solchen Wanderungen sind wir bisher immer gestorben, ne? So, wo hauen wir unser Holzhaus dann hin? Denn beim nächsten Levelaufstieg müssen wir eigentlich. Nehmen wir noch ein bisschen Leder. Entschuldigung. Okay, 17 Leder ist jetzt nicht die Welt, aber wenn irgendwas passiert, wir haben zumindest ein bisschen was. So, wo hauen wir unser Holzhaus hin? Wir schauen mal. Es muss frei von Schlangen, Fröschen und gefährlichem Getier sein. Das ist wichtig, ne? Vor allen Dingen Schlangen. Achso, pass auf, ich mache jetzt trotzdem mal, ich probiere es. Ich hoffe, dass mich nichts tötet, dass wir trotzdem mal ein bisschen Musik mit reinbringen. So ein klitzekleines bisschen Atmosphäre noch, ne? Ich probiere es mal. So, packt euer Pasströckchen aus. Ja, Musik. Also die ist so leise, dass ihr wahrscheinlich nicht hört, aber das ist beabsichtigt. Ja, hier gefällt mir's. So, wir brauchen Steine und wir brauchen in der Nähe Steine und Holz. Hier ist Holz. Wer kommt da an? Schildkröte. Er denkt, Schildkröte, ne? Er denkt, hier kommt ein. Sonst wie sie an, wenn so eine Schildkröte kommt. Ja, ich würde sagen hier, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo. Am besten wäre es natürlich. Irgendwo, wo kein Gras ist, ne? Hier wäre es perfekt, ne? Das wäre ein perfekter Ort, ja. Nur denn, nee, ich will schon von meinem Haus Wasser sehen, ne? Ich will schon von meinem Häuschen Wasser sehen, so ist nicht. Das ist hier eher Fluss, ne?
Ist auch schön. So direkt am Fluss dran. Wer ist denn hier? Das ist doch hier genial, oder? Hier backen wir unser Haus hin. Wir lassen sogar den Baum hier. Den versuchen wir irgendwie mit einzubinden. Zweistückig. Und hier sieht. Ist nur die Frage, ne? Ich würde sagen, hier. Pass auf. Wir machen erstmal hier weg. Hier rupfe ich raus. Wahrscheinlich. Das lassen wir mal. Dann haben wir hier eigentlich schön frei. Und jetzt könnten wir eigentlich schon mal schauen. Wie groß machen wir es? Das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Wir haben ja schon. Was brauchen wir denn hier eigentlich schon wieder? Was fehlt uns? Stroh! Stroh. Ey, mal ganz was anderes. Wir haben ja jetzt S+. Ich mache mal alles freischalten. Ich weiß ja nicht, ob wir es brauchen. Was ist das hier? Die Schaufel? Aha. Das brauchen wir erstmal nicht. Ein Omni-Tool? Also, hier haben wir der nee, das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das wäre für Eco-Designs in Ordnung. Das machen wir kurz. Wenn wir noch irgendwas machen. So, dann haben wir die Gartenschaufel. Euch geht's noch ganz gut, wenn ich mich hier gerade mit Engramm auseinandersetze. Ich lasse schon mal hausen. Weiß ich manchmal nie. So, gut. So, nee, da brauchen wir nichts. Wieso? Was ist an dem Campfire anders? Eigentlich nichts, ne? So, was haben wir hier noch? Eine Community-Box brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Journal, das weiß ich nicht. Das hier würde ich gern. Damit es ein bisschen nach was aussieht. Attached Foundation, was ist das? Das wissen wir nicht. Achso, die können wir sonst wohin machen, ist in Ordnung. So, aber im Grunde brauchen wir es. Nicht. Brauchen wir es nicht? Dann. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich ist die Torch hier, ohne dass wir Feuer reinmachen müssen. Das lassen wir erstmal. Hier ist ein Zelt. Das ist interessant. Das ist interessant. Ein tragbares Zelt wäre interessant. Ein Kanu. Ein Kanu wäre sehr interessant. Echt ein Kanu? Na, der bin ich ja mal gespannt. Das geht doch wieder nicht, das Kanu. Ein Knicklicht?
Ein Podest für ausgestopfte Tiere. Okay. Na gut. Vielleicht brauchen wir es. Wir versuchen erstmal mit dem auszukommen, was wir, dass wir nicht S plus brauchen, ne? Alles, was so auf Null ist. Lassen wir erstmal, wenn wir es brauchen für irgendwelche Dinge, dann nehmen wir es auch. Zum Beispiel hier hätte ich, glaube ich, gerne die. Hätte ich gerne die. Komm, gehen wir ein bisschen in den Schatten. Hätte ich gerne die Zäune. So. Wir brauchen Stroh, haben wir gesagt, ne? Stroh bekommen wir so. Gut. So, jetzt ist die Frage, ne? Wie arrangieren wir das jetzt hier? Hier wäre natürlich schön nach vorne. Und hier in den Baum irgendwie rein, ne? Und dann halt hier nach unten. Dass unser Balkon hier so drüber geht. Okay, ich probiere mein Bestes. Und wir... Ja, wie viel brauchen wir, ne? Wie viel brauchen wir von denen hier? Auf alle... Wo ist? Was brauchen wir denn schon wieder? Wir haben doch Stroh. Holz? Oder was brauchen wir denn? Ja, natürlich Holz. Boah, wirklich? Wenn hier irgendwas rumliegt... Das würde ich hier vielleicht noch die. Langsam können wir uns nicht mehr bewegen, was wieder schade. Ach ja, man, wir haben ja schon mal eins. Aber leider ist das Problem. Halt! Machen wir gleich Gewicht. Und, wartet. Was haben wir gesagt? Wir brauchen von Holz. Wenn wir uns jetzt nicht bewegen können und es kommt irgendwas, ne? Das wäre super geil, sage ich euch. Die Holzdecke brauchen wir. Ja, und vor allen Dingen... Ne, eine Wand haben wir. Eine Holzdecke brauchen wir. Ein Zaun... Fundament vielleicht. Ne, wir brauchen hier noch... Aber das reicht nicht. Ach ne, das ist ein Holzfundament. Moment. Das ist eine rechteckig. Wieso gibt es die nur einseitig? Ich meine, die kann man hin und her drehen, wie man will, aber trotz alledem, ne? Oder nehmen wir lieber das Zaunfundament erstmal. Ne, wir nehmen das schon hier. Und dann haben wir noch drei übrig. Da bin ich denn. Wird zum Häuten verwendet. Von toten Tieren. Was braucht man dafür? Feuerstein? Okay. Sag ich nicht nein. Ja, wartet, los. Wie viel brauchen wir? Zwei? Ne, wie viel haben wir denn eigentlich von den Dingern? Eins bisher, okay. Dann, wie gesagt, zwei, drei. Ach, wirklich? Was fehlt uns denn jetzt schon wieder? Holz und Fasern. Ja, warte, wir machen jetzt erstmal die zwei hin. Meine Güte.
Macht mich hier wahnsinnig hier. So. Die Frage ist so ein bisschen hier rein. Bisschen in den Baum rein. Du musst jetzt hier natürlich, du musst jetzt genau hier, du musst jetzt, exakt jetzt hier durchlaufen. Das ist wie im wirklichen Leben, sag ich euch. So ein bisschen in den Baum rein, ne? So, wie sieht es jetzt aus? Oh, der Mann. Ich glaube, du bist gleich dran, mein Freund. Du wirst nicht mehr lange hier rumlaufen. Ich sehe es nicht gern. Okay, wir machen eine Dreier. Dreier auf alle Fälle. Es reicht. Tut mir leid. Jetzt mal ganz ehrlich. So. Das brauchen wir Holz, ne? Oh, wir sind schon wieder. Wir sind schon wieder komplett überladen. Wir haben noch nichts gemacht. Wir haben noch nichts gemacht. Ich glaube, die brauchen ganz schön viel Holz. Sollten vielleicht über kurz oder lang hier dann können wir aus dem. Aber das mache ich dann alleine. Dann können wir aus der Kiste rausnehmen. Ne? Das würde ich dann mal ohne euch machen. Wird es ein bisschen kürzer, die Folge. Aber sei es drum. Und ich denke mal, immer noch Holz, ne? Ja. Ja, schon mal hin. 80 Holz. Boah. Boah. Halt mal hier. Sehr schön. Ja, brauchen wir schon ein bisschen was. Wie viel haben wir denn jetzt? 2. 2 ist ja echt viel. Ich mag auch nicht alle Bäume hier abholzen, um ehrlich zu sein. So, wir schauen mal kurz dann. Wir verbauen es mal gleich wieder. Okay. So, dann kommst du hier hin. Ja, wie gesagt, ne? Ah. Das gefällt mir schon mal sehr gut, ja. Bauen es direkt hier ran. Dann bauen wir natürlich auch noch eins direkt in den Dschungel rein, ne? Ist natürlich logischerweise klar. Wir müssen natürlich auch noch ein paar Notes finden, ein paar Explorer Notes, ein paar Schriftstücke. So, weiter geht's. Ach so, wir müssen jetzt mal schauen. Am liebsten wären wir es tatsächlich beinahe 4 breit. Oder doch 3 breit. Oder das hier drüben. Als wieder als Erker. Ne, wir machen es mal ein bisschen breiter. Diesmal. Das wird ein eher großes Haus. Ne, wartet. Das können wir noch wegmachen. Wenn man bedenkt, das ist nie richtig fertig geworden. Ne? Noch schlimmer ist es ja mit Atlas, ne? Wir haben ja Atlas nie fertig gemacht.
traurig, ne? Die Bande von Wildcard. Wir haben das nie fertig gemacht. Schweinebacken. Jetzt werkeln sie, glaube ich, schon wieder am zweiten Teil. Das sind doch dieselben, oder? Glaube zumindest. Achso, wir bräuchten hier. Haben wir das? Wir bräuchten hier auf alle Fälle eine Feuerstelle. Das ist wichtig. Die ist natürlich die einzige. Was brauchen wir denn wieder? Stein, oder? Ja, natürlich. War mir klar. Wahrscheinlich kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Wir brauchen eine Feuerstelle, damit wir das durchhauen. Wo setzen wir denn die hin? Was denken wir denn? Hier ist unser. Nicht so weit weg, ne? Was kommt denn da an? Schwamm. So schnell vor allen Dingen. Ich würd's ja hier so hin, die Feuerstelle. Ist das ein Ende? Ich würd's ja hier so. Gibt's keinen Waldbrand? So. Fleisch rein. Und los geht's. Gut. So, dann können wir hier, ne? Schauen wir, wie viel man noch herstellen kann. Immer nur eins. Ah, was fehlt uns denn immer? Was fehlt uns denn jetzt eigentlich? Holz. Immer Holz. Na gut, 80, ne? Holz. Ist nicht ohne. Versuchen wir. Wir müssen uns so ein Reittier zählen. Und hier müssen wir vor allen Dingen wieder einen Schlafsack hinmachen, ne? Okay. Neuer Level. Wir sind schon wieder 14. Ich sag noch, aber okay. Ich gehe nochmal auf Gewicht. Und wir schauen, wie viel? 14 haben wir. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt ganz viel, was wir freischalten. Wir haben ganz, ganz viel, was wir freischalten. Bis hier runter. Fundament aus Lehm, nie. Holz. Laufsteg, Fensterrahmen, auf alle Fälle, den will ich gerne. Wir wollen natürlich ein Fenster. Hier können wir sogar ein Holzfenster, das können wir doch nicht einbauen, weil wir nur noch 5 haben. Schade. Können wir irgendwas mit 5 machen? Holzbarrikaden. Nee. Schräge. Ah, der fehlt uns denn, ne? Brauchen es noch auf der anderen Seite. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Na gut. Eins. Wenn ich auf ihn hack, ist alles weg. Gut.
zurück. Wo ist denn unser... So weit sind wir schon wieder weg. Warte. Ah, hier ist super schön. Hier ist super schön. Und hier können wir dann auch unser Fluss zu Wasser lassen. Wisst ihr? Das ist hier perfekt für unser erstes schönes Haus. Boah, schaut mal hin bis darin. Da oben sieht man irgendwie Berge und dann geht es nochmal hier rauf. Irgendwie den. Oder ist das nur Himmel? Interesting. So. Können wir nochmal herstellen? Ich bin jetzt gerade muss ich doch hier. Wieder einen. Juhu. Klappt hervorragend. So, jetzt können wir ein bisschen was. Okay. Und dann machen wir noch eins, noch eine Reihe. Dann haben wir 3x3, ne? Und da kann man schon was anfangen. Und dann müssen wir schauen. Dann ziehen wir den Balkon nach vorne. Ja, ne, wir haben. Genau, ein zweier Balkon ziehen wir nach vorne. Und so, dann müssen wir dann schauen, wie wir es machen. Ne? Auf alle Fälle muss jetzt noch eine Reihe hin. Vielleicht auf der anderen Seite noch irgendwie was Holziges. Da unten zum Beispiel steht noch einer. Wahrscheinlich brauchen wir bald wieder Stroh auch. Hier steht auch noch was Kleines rum. Sehr schön. Okay. Dann können wir wieder einen herstellen. Wir brauchen aber 4. Ah, yeah. Haben wir jetzt die richtigen hergestellt? Let's hope the best. Ne? Brauchen noch einen. Danke. Was fehlt uns denn bei der Herstellung einer Axt? So, das können wir jetzt auch hier machen. Geht schon noch einer? Ja. Gut. So, dann können wir noch die nächste Reihe hin palavern. Dann haben wir schon mal das Fundament, ne? Ach so, das ist so ein... So ein Stehler, der einem Holz stiehlt und Zeugs. Der muss natürlich auch hier sein, ne? Das gibt's immer noch. Müssen wir sie hier
alles auseinandersetzen muss. Ist ja der Wahnsinn. Ah. So, dann haben wir schon mal die Butze. Soweit, so gut. So, dann brauchen wir einen Schlafsack. Aber den müssen wir gleich richtig platzieren. Wo machen wir denn unseren Schlaf hin? Schlafen wir eher rechts oder links? Und im Fenster, hier. Hier. Hier schlafen. Das ist hier unser Schlafplatz. Und da machen wir ein Fenster hin, wo wir hier rausschauen können. Okay. So, Schlafsack. Bitteschön. Schlafsack. Gut. Genau, hier hin schlafen. Und dann wird's ein Bett, natürlich. So, jetzt haben wir schon mal einen Schlafsack. Jetzt ist schon mal alles fast gut. Aber dann müssten wir doch beim Anfang, wenn ich anfange, müssten wir doch sagen, oder kann ich das hier festlegen, dass das der Schlafsack meines Vertrauens ist? Oder, weil bisher konnte ich das nicht, obwohl wir doch zwei haben. Macht er dann immer, gehe ich dann immer zum Letzten? Das ist die Frage, ne? Aber wenn ich sterbe, dann werden wir sterben. Eigentlich hilft der Schlafsack gar nichts, außer für Schnellreise. Ach, apropos. Schau hin, da steht Items fallen lassen. Sehe ich gerade. Juhu. Also, zum Schnellreisen ist der gut, aber ohne Items. Und man muss immer wieder einen Schlafsack bauen. Und man muss immer wieder Rüstung bauen. Also am besten auch die Rüstung ablegen. Man muss überall ein Rüstungsset haben. Dann ist der in Ordnung. So gut. Wir brauchen außerdem wieder eine Standfackel, oder? Was brauchen wir denn für die Standfackel? Stein. Das ist doch die Standfackel, oder? Dann, jo. Drei. Ist in Ordnung. Okay. So, die erste stellen wir so ein bisschen hier hin. Die zweite stellen wir so ein bisschen hier rüber. Hier hin vielleicht. Und die warten wir noch, bis wir unser Was ist das da drüben für ein Licht? Ach, das kommt vom Obelisk. Und wir haben noch Blick auf den Obelisk. Okay, eine Kiste brauchen wir natürlich. Über kurz oder lang. Und ein bisschen Holz sollten wir uns noch schlagen. Brauchen wir sowieso willst. Gut. Wir halbieren mal. Zack.
Wunderschön. Wunderschön. So, wenn wir jetzt hier, brauchen wir weiterhin Holz. Und wahrscheinlich auch Stroh. Aber jetzt gehen uns die Bäume aus, ne? Wir machen mal die zwei Bäume hier. Einen nehme ich mal mit Stroh. Und den anderen nehme ich mal mit Holz. Und... Puh. Den hier kann ich auch noch mit Holz. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht auf Minus draufhauen. Und dann machen wir uns den Balkon erstmal nach vorne ran. Um ehrlich zu sein, hätte ich den gerne. Oh, nee. Das brauchen wir noch Fasern wahrscheinlich, ne? Fasern. Das ist ein bisschen wenig. Das wird immer weniger. Das hat man schon mal besser mit den Fasern. Sehr gut. Zwei wären natürlich super schön. Natürlich wieder nur eine. Denn uns fehlt Holz. Da kriegt man kein anständiges Holz raus. Hier schon. Gut. So, dann gehen wir wieder zurück. Oh, jetzt ist schön, ne? Brauchen wir noch. Hier brauchen wir jetzt. Gerade ist die Stimmung so. Ist wieder Mond. Hier oben, ne? Kommt das so langsam. Schaut mal hin, wie da eine Wolke vorbeizieht. So. Das bauen wir hier vorne ran. Das bauen wir hier vorne ran. Oder auch nicht? Doch. Warte mal, haben wir es richtig? Ja. Na, jetzt. Dann bräuchte man natürlich noch was, ne? Wechsel zu Klotz. Tatsächlich, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wir wechseln zum Klotz. Sehr schön. Da brauchen wir noch mehr Klötze. Wir machen da vorne noch was ran, ne? Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter mit einer Türe. Und wie gesagt, unserem Fenster. Das ist sowieso die Frage, wie wir denn oben das Dach machen. Ne? Vor allen Dingen, wir wollten es ja zweistöckig machen, dass es auch ein bisschen nach was aussieht. Ah, das ist immer... Das ist immer... Wollen wir es mit einem Erker machen? Dass wir zwei Dinge hier freilassen für, wie wir es drüben gemacht haben. Dass wir es hier so ein bisschen bauen, so ein bisschen komisch bauen. Dass es halt irgendwie nach, nicht nach 0815 aussieht. Probieren es, ne? Ansonsten
Ist ja nicht so, dass man 5000 Rohstoffe dafür braucht. Nö, nö, das ist ja nicht so. So, wartet mal, wir müssten vielleicht... Haben wir noch ein bisschen Holz? Wir müssten noch, wenn wir Fleisch haben, müssten wir noch den Rest unseres Fleisches braten. Achso, wir können sogar hier schon braten. Gut. So, wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwo ein totes Holz finden. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Leider. Doch, hier ist noch ein bisschen was. Okay. So, was haben wir gesagt? Wir hätten gern ein Fenster. Und eine Türe. Und noch ein Fenster. Und nichts weiter. Nimm das tote Holz hier auch. Das hat doch nicht viel gebracht, um ehrlich zu sein. Schon wieder überladen. Dann nehmen wir eine Wand. Und noch eine Wand. Und dann schauen wir erstmal, wie viele Wände wir noch brauchen. Also, wir brauchen noch viele, aber... Wir schauen uns das Ganze erstmal an. Ich bin jetzt ziemlich weit rüber. Ich weiß gar nicht, wie weit ich rüber bin. Ah, hier. Ah, ist schön. Wir müssen ja ein bisschen eine Fackel hier haben. Ist halt ein Traum. So, hier kommt... Nee, halt, von hinten muss die Türe rein. Von vorne auch. Ach, wir brauchen zwei Türen übrigens wieder. Also wir gehen... wir könnten auch von der Seite rein. Obwohl... Nee, machen wir nicht. Was ist denn das hier? Ach so, das ist unser Stein. Wir bräuchten, um ehrlich zu sein... Trotzdem erstmal... Haben wir noch eine Kiste? Was kostet die uns denn? Was kostet uns denn eine Kiste? Hier. Noch ein bisschen Holz. Wir brauchen trotzdem eine Kiste. Die Frage ist, wo stellen wir die Kiste hin? Ne? Weil wir wissen ja noch nicht, wo. Ich würde es ja tatsächlich hier hinstellen, weil wir haben ja gesagt, wir wollten. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Kann ich da hochhüpfen? Komme ich da irgendwo rauf? Natürlich nicht. Dann bin ich damit irgendwie so hoch gekommen. Irgendwo. Hier. Hier, glaube ich, bin ich so hoch gekommen. Ja. So, ich würde sagen. Wir machen es nach. Wo machen wir es hin? Nee, wir machen.
Dann machen wir es nach vorne, die Kisten, ne? Hier machen wir es dann hin. Oder? Oder lieber nach hinten. Und dass wir hier denn... Aber dann habe ich es zu weit wahrscheinlich an den Rand gemacht. Wie ist denn das? Wenn ich hier eine Wand hinmache? Wie sieht denn das aus? Hm. Wisst ihr, dann könnte man natürlich auch das und das hier. Könnte man hier eine Wand hinmachen? Und hier eine Wand und das außen freilassen. Als, erstmal als Lager. Und dann hätten wir im Grunde unsere Wohnfläche so hier hinten dran. Können sie auch nach hinten machen. Bin ich mir noch nicht sicher. Deswegen mache ich es mal... Stelle ich mal die Kiste hier hin. Na? Wie kann man denn... Kann man das eigentlich auch drehen? Ja, ne? Oh. Die ist ein bisschen krumm und schief. Ja, aber... Dann hätt's ein bisschen Charme. Dann hätt's einfach mal ein bisschen Charme. Schau mal hier gleichzeitig noch die Steine mit rein und das hier. Und die Felle. Erstmal. Und dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Achso, und die Fackel. Dann haben wir ein bisschen... Und den Feuerstein brauchen wir erstmal auch nicht. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? So, und dann, wie gesagt, kommen wir von hinten rein. Gleich hier, ne? Brauche eine Treppe. Wisst ihr hoffentlich. Wir brauchen eine Treppe. Und dann können wir hier, wir brauchen auch hinten ein Fenster. Machen wir gleich neben der Tür. Ja, machen wir hier gleich neben der Tür. Und dann machen wir also hier. Bis hin. Hier braucht man ein... Hier ist ein... Achso, hier wollten wir schauen. Ne, wir wollten es da drüben machen. Okay. Ja, aber dann passt doch meine Wand gar nicht, merke ich gerade. Dann wäre es doch falsch hier. Ne, dann... Ja, dann passt es trotzdem. Hier, dann hier wieder ein Fenster. Haben wir noch ein Fenster? Sogar zwei. So. Ist das überhaupt alles richtig rum? So, und wo machen wir noch ein Fenster hin? Haben wir gesagt, hier, ne? Okay. Dann sieht es schon mal halbwegs freundlich aus. Sehr schön. Ah, ich kann ihn aufheben. Können wir das immer? Wir müssen den noch umbenennen. Na, würde ich mal, wenn wir den aufnehmen können, dann ist das doch eine Sache. Dann würde ich den tatsächlich in die Ecke hier hinten reinhauen.
Obwohl, wenn wir hier reinkommen, wäre es vielleicht schöner hier in die Ecke. Weil hier wollten wir eine Aussparung machen. Das heißt, wenn wir hier rausgehen, müssen wir hier drüben freie Bahn haben. Ja, so richtig gefällt mir es nicht. Aber hier, dass wir hier zwei... Wo haben wir den hingemacht? Ah, jetzt haben wir den hier hingemacht. Ja, die können wir natürlich nicht nochmal. Haben wir die Kiste hier hingemacht. Na gut. Ne, die müssen wir hier irgendwie hinmachen. So ein Mist. Na gut. Ich hole noch Holz. Wahrscheinlich brauchen wir. Wie viel haben wir denn noch? Stroh. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Ach, Beweglichkeit sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen. Ne? Wir sollten nicht so vieles was machen. So, wir haben gesagt, wir bräuchten noch die andere Seite hier. Dann brauchen wir eine Holzrampe oder die Treppe, ne? Treppe gefällt mir mehr. Oh, wir haben 24, da können wir ja allerhand machen. Die Türe haben wir. Okay. Dann machen wir auf alle Fälle den Zaun. Das dreieckige Fundament wäre vielleicht auch gut. Für alle Fälle. Holzkäfig. Die Holzrampe vielleicht, ne? Braucht man auch ab und an mal. Hier den Baitcooler. Druckplatte weiß ich noch nicht, was es ist. Holzpfeile? Gerne. Das war's. Holzpfeile ist natürlich eine feine Sache. Aber wir brauchen Holz ohne Ende. Wir brauchen Holz, 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 Holz. So, was brauchen wir denn jetzt? Wartet mal, machen gleich die Holztreppe. Noch eine Wand. Hier liegt trotzdem einiges rum. Ein Fenster auf alle Fälle noch. Jetzt fehlt uns wahrscheinlich Stroh, ne? Kann ich mir vorstellen. Ne, Fasern. Fasern. Fasern? Das nächste Mal mache ich natürlich ein anderes Lied rein, ne? Es ist dann doch ein bisschen... Boah, das ist ja... Das ist... da hätten wir schon mal mehr Fasern rausbekommen, ne? Zeit, dass wir unsere Sichel bekommen. Jetzt, das sind Fasern. Danke. Wahrscheinlich, wenn mehr Gras drumherum ist, ne? Kriegt man auch mehr Fasern raus. So, ich glaube, wir müssen schon wieder Schluss machen. Aber schön. Bin sehr begeistert. Äußerst begeistert. So, wo machen wir die nächste Wand hin? Natürlich hier hin. Obwohl, da wissen wir es noch nicht, ob wir da eine Wand hinmachen.
Hier machen wir auf alle Fälle eine Wand. Hier machen wir auch eine Wand. Und hier machen wir noch eine Wand. Ey, wartet mal. Ach so, das ist unten. Sieht man kaum. Ne, nee, ich würde es gern... Ach so, das ist man nicht. Nee, dann doch hier. Nee, das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das auch komplett zu hier. Obwohl, dann wäre vielleicht doch hier ideal gewesen für ein... Naja, ist egal. Ich weiß halt nicht, ob ich das hier so rum mache. Und dann wieder wie so bis drauf. Machen wir es noch eins höher und dann die Decke rein? Dann wäre schon ein Riesenhaus, ne? Dann müssten wir hier Wände draufstemmen und dann oben rum. Dann wird schon ein Riesenhaus draus. Das kostet uns einiges. Wenn wir hier noch was hätten, wo wir raufgehen und dann auf unseren Balkon drauf, ne? Und hier, dass wir auch Truhen hätten. Oder drüben. Hier. Hier, dass wir Truhen hätten. Wäre eine Idee, ne? Dann könnten wir eine Wand hier hin machen. Könnten wir hier ein Fenster hinmachen? Und hier... Achso, wir haben jetzt erstmal nichts. Ja, das nächste Mal werde ich ein bisschen am Anfang gleich Holz zusammensuchen. Für euch. Nur für... Ach, wir haben... wir haben einen Schlafsack mitgenommen. Na gut. Haben wir zumindest schon mal einen vorrätig. Die verfallen ja sowieso, wenn man schnell reist, ne? Okay, so, dann kann das raus. Das hätte ich gerne. Türe. Zweimal. Und noch eine Wand. So, dann machen wir Schluss für heute, ne? Wir haben ja trotzdem ein bisschen was geschafft. So, mal schauen, wie das aussieht hier mit der Treppe. Jo, sehr schön. Das passt ja wie angegossen. So... Genau, ich hätte eben... das so gemacht. Oder... so. Dann haben wir auch ein bisschen was gekonnt. Aber dann müsste...
Dann müsste hier auch eine Tür reingehen. Oder nur so. Und dann vorne. Und hier noch eine Tür. Bin mir nicht sicher. Wollen wir hier noch ein Fenster reinmachen trotzdem? Ne, wir lassen es mal. Obwohl, dann hätten wir einen schönen Blick nach drüben. Nach drüben raus, ne? Ja, wir sollten schon noch ein Fenster hier rein. Ich bin mir echt nicht hier sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Dann machen wir lieber erstmal noch die Türen rein. Wieso haben wir jetzt schon wieder zwei Türen? Machen wir eine zu viel, oder? Ach ne, hier haben wir noch gar keine Tür. Okay. So. Okay. Und dann machen wir das hier. Passt das so? Eigentlich nicht, ne? Sehe ich gerade. Das ist ja eigentlich zu schmal. Quatsch mit Soße würde ich wieder machen. Mist. Wir müssen es ja hier machen. Hierher machen. Weil wir wollen ja unseren Balkon noch ein bisschen vorziehen. Ja, weil wir ja so viel Materialien haben, ne? Deswegen reißen wir das wieder ab. Genau deshalb. So. Ja, seht ihr? Reicht perfekt. Einmal gehen wir nochmal los. Dann ist aber gut. Ja, ein bisschen. Aggressiv. Also sobald man Ausdauer verbraucht, ne, haben wir ein glitzekleines Problemchen. Bleibt hier wohl rein. So, was können wir noch herstellen? Ein bisschen das. Ja, jetzt müssen wir schauen. Wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ich weiß, ich habe noch keine so eine richtige Vorstellung. Meistens ist es immer, man macht es dann, ne? Aber am Ende. Achso, ich brauche. Ah, Mist. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch sowas hier. Holz natürlich. Das hätte ich halt gern noch trotzdem. Hier drüben war. So, oh, den kann man. Dann, ne, wir hauen noch das hier.
Da müssen wir halt mal schauen, wie wir es genau machen das nächste Mal, ne? Ich habe noch nicht den, wie gesagt, hier noch nicht den richtigen Blatt. Ach so, wir haben... Oh, ich bin so doof. Wir haben doch schon einen... Obwohl, auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite... Wir haben ja das schon drin, nicht Dummkopf. Okay. Ja, das muss auf alle Fälle hier... Braucht man noch... Noch Fundamente. Haben wir natürlich jetzt auch wieder nicht, weil uns wieder was fehlt. Wieder Holz, alles klar. Gut, das machen wir alles das nächste Mal. Hier ist übrigens auch noch was zum Hacken. Können wir hier noch ein paar Fundamente hinmachen? Allerdings brauchen wir viel mehr. Wie ist denn das hier unten? Ja, schon. Ich hätte es halt gern hier unten rein. Genau. Da müssen wir auffüllen. Leider. Und zwar wäre das noch gut. Genau. Wenn das auch ein Klotz wäre. Dann können wir nämlich das unten noch ranmachen und können noch eins vorziehen. Ist du Bescheid, ne? Das wird nochmal ein hartes Ding. So, das und das. Ich würde halt, wie gesagt, ich würde halt gern praktisch hier wieso, das müssen wir dann aber auch vorziehen am Ende. Ja, das machen wir tatsächlich so. Dann machen wir hier noch was raus. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht am Ende. Ich glaube, das ist Quatsch mit Soße. Ich würde es ganz so machen. Jawohl, dann machen wir hier noch ein... Hier haben wir nicht zufällig noch ein Fenster. Nee, ne? Wäre zu schön. Gut, das hole ich mir noch. Aber dann ist wirklich Schluss. Aber dann ist wirklich Schluss. Wirklich. Also so wirklich. Ah, das ist so eine Sch- ah, hier. Gut. Haben wir nicht noch eine Tür? Und dann können wir das nächste Mal schnell aufleveln. Vielleicht machen wir es noch heute, ich weiß es nicht. Und dann wird es wieder dunkel, ne? Oder es wird ein richtiges Gewitter. Dann wird es auch dunkel. Hier machen wir, wie gesagt, das ist aber richtiges Gewitter. So.
So, und hier würde ich tatsächlich die Türe reinmachen. Ach ne, hier haben wir schon eine Tür. Hier würde ich noch eine Tür reinmachen. Die aber auch aufbleibt. Und hier, ja gut. Dann müssen wir trotzdem hier noch was vorziehen und dann ein Zweier vorziehen. So machen wir. So wie wir es auch bei den anderen gemacht haben, halt nur hier ein bisschen größer, ne? Boah. Da ist ein dies. Das ist ein riesiges Zeug. So gut. Wir machen für heute Schluss. Essen noch einen Schluck. Trinken noch einen Batzen. Schauen unten mal nach unserem Feuerchen. Und hauen das restliche Fleisch noch durch. So, dann sag ich ciao, ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.